Okay. Sportes. Jetzt sind wir schon dabei. Wir nehmen auf. Es ist Okay. von thewisdomfactory.net und ich bin heute in Zwangsweihnachten, denn mir ist kein Strom und ich bin hier nur mit Kerzen unterwegs, wenn ihr das sehen könnt. Und unser Thema ist Weihnachten. Wenn wir Weihnachten heute verstehen und von der integralen Perspektive, was könnte das bedeuten? Und dazu habe ich Martin Horstmann und Frank Buckewald. Und ja, wollt ihr erst mal ein bisschen was über euch sagen, euch vorstellen kurz und dann gehen wir ins Thema. Denn zu Weihnachten, das kommt ja alle Jahre wieder und wir wollen sehen, ob wir vielleicht nicht ganz so traditionell sehen können. Willst du Martin? Ja, ich bin Martin Horstmann aus Köln. Also ich lebe seit ein paar Jahren in Köln, seit 5 Jahren. Ich arbeite bei der Evangelischen Stadtakademie hier in Köln, unter anderem im Bereich Spiritualität. Ich bin so ein bisschen unterwegs mit integraler Theorie, jetzt nicht so stark, aber mich hat es immer mal wieder fasziniert, immer wenn ich drauf stoße. Vielleicht so seit ja, knapp 10 Jahren. Ja, so viel erstmal. Ach ja, genau, ich habe zwei Kinder, zwei Jungs, 5 und 8, sind jetzt gerade im Bett. Und da spielt natürlich Weihnachten nochmal eine wichtige Rolle. Da natürlich schon ein sehr traditionelles Weihnachten, weil da natürlich bestimmte Sachen einfach geschehen müssen und so sein müssen. Aber vielleicht kommt das auch nochmal gleich zum Zuge. Ja. Ja, ich bin Frank Buckewald, 62 Jahre, bin Pastor in der Nordkirche für den Bereich Spiritualität und bin zwischen Greifswald und Flensburg unterwegs, veranstalte stille Tage, Fortbildung im Bereich Meditation, geistliche Begleitung. Und ja, seit ich nicht mehr in der Familienphase bin, die Söhne sind erwachsen, haben selber Familien, ich lebe seit 10 Jahren alleine, ist Weihnachten für mich nochmal stärker, gerade der 24. so ein stiller Tag geworden, also wo ich vor allen Dingen durch den Gottesdienst in der Nacht versuche, mich sozusagen darauf einzustellen. Und schon seit vielen Jahren gibt es keine Geschenke mehr. Der ganze Rummel, den versuche ich möglichst aus dem Weg zu gehen. Aber ich lebe natürlich ganz und gar mit den Symbolen. Ich habe einen Weihnachtsbaum, ich habe ein mittelalterliches Krippenbild, was ich unter den Baum stellen werde, wo ich dann auch die Weihnachtszeit letztlich immer meine Meditationszeit vorverbringe. Und ich habe neulich ein ganz schönes Zitat von Richard Rohr gelesen, der nochmal sagte, wir erwarten eben nicht ein kleines Kind zu Weihnachten, sondern letztlich geht es um die Geburt des Göttlichen in dieser Welt, die durch uns geschieht auch. Also Weihnachten, der Angelus Silesius, wenn Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren wäre und nicht in uns. Das also dieses ganz noch mal persönlich zu mir nehmen, das bedeutet mir viel. Ja, danke. Ich denke, Weihnachten hat zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist das Religiöse und das andere ist das Kulturelle. Und als Kulturelles möchte ich es wirklich nicht gemisst haben als Kind, weil du sagst, Martin, es ist mit Kindern nochmal was anderes. Ich fand das ganz toll als Kind, zu warten aufs Weihnachtszimmer, das wurde verschlossen und dann am Abend zogen wir mit Lieder singend in das Zimmer und dann brannten die Kerzen an dem Weihnachtsbaum. Und das ist ein Erlebnis, dass wenn Kinder das heute zum Teil eben nicht mehr haben, ich denke, da fehlt irgendwie was. Das Mystische, das Wunderbare irgendwie, dass man ja doch als Kind noch, wo man so sehr mit verbunden ist, ja, und dass ich in diesen
Treten, sagen wir mal, zu Weihnachten ausgedrückt hat. Insofern bin ich überhaupt nicht dagegen. Später als Erwachsene, naja, dann ich habe keinen Weihnachtsbaum und hatte schon seit vielen Jahren keine Weihnachtsbäume mehr. Als ich dann hier an der Evangelischen Kirche Chorleiterin war, da habe ich jedes Jahr einen Adventkranz, den sie hier selber gemacht haben, geschenkt bekommen. Und den hatte ich dann und bin dann auch zu Heiligabend, musste ich ja in die Kirche, weil wir da sangen. Und es war auch irgendwie ganz schön. Aber es ist nicht mehr das gewesen, was es als Kind war. Und ja, und seither bin ich praktisch vor allen Dingen in letzter Zeit auf der Suche, was könnte es heute bedeuten. Da stehe ich. Naja, also du hast jetzt kulturell und religiös unterschieden. Ich weiß gar nicht, ob das meine Unterscheidung wäre. Also ich würde vielleicht sogar noch mehr Unterscheidung einführen. Es gibt tatsächlich eine Kultur, die ja von ihren Ursprüngen her religiös geprägt ist. Also auch das Brauchtum ist ja letztlich religiös. Wobei die ganzen Symbole müssen ja gelesen werden. Also wenn man nie eine Einführung in diese Sprache der Symbole bekommen hat, dann erzählen sie nichts mehr. Sie haben noch einen ästhetischen Wert oder auch einen emotionalen, aber dass zum Beispiel die runden Kugeln, rot-goldenen Kugeln an diesem immergrünen Baum, letztlich, dass das der Lebensbaum ist und das sind die Früchte des Lebens, ja, also vom Apfelbild her kommen, das weiß dann keiner mehr. Und wenn ihr euch heute den Schmuck anguckt, was da alles hängt an Weihnachtsmännern, Elfen, Einhörnern, das hat sich dann abgelöst. Ja? Wenn diese Traditionen nicht mehr vermittelt werden, dann verselbstständigt sich was. Und dann wird es der Schritt auch zum Kitsch ist ganz schnell da. Beziehungsweise dieser Wunsch nach Emotionalität, nach etwas kindlich Anrührenden kann dann die verrücktesten Blüten schlagen. Ne? Und dann gibt es ja nochmal diese ganze Kommerzschiene. Also ich war jetzt in den letzten Tagen einmal in Hannover in der City, weil ich in Hannover zu tun hatte und jetzt auch neulich in Hamburg in der Innenstadt. Dieses Lichtermeer, was ja einerseits eine Sehnsucht anspricht, also dieses in dieser dunklen Jahreszeit eine unglaubliche Sehnsucht nach Licht und Verzauberung und gleichzeitig ist es reines Lockmittel für den Kommerz, ja, also es geht nur um Kaufen und Verkaufen und von daher gibt es vielleicht tatsächlich eher so mindestens drei Ebenen, also die kommerzielle, materialistische, die kulturelle, die was mit Tradition zu tun hat und die religiös / mystische, die sagt, es geht um ein mystisches Geschehen. Und viele Menschen haben zwar sowas wie ein Gefühl noch oder eine Sehnsucht, aber sie docken nicht, können nicht mehr andocken. So. Ja, also ich merke halt, dass also die kommerzielle Ebene, die wird ja immer wieder kritisiert, zu Recht denke ich auch. Ich merke für mich, dass ich mich völlig davon fernhalte. Also natürlich machen wir Weihnachtsgeschenke und ich bestelle auch fleißig, auch im Internet und gibt natürlich was geschenkt. Aber Weihnachtsmärkte oder diese ganzen Sachen, ich halte mich echt wirklich völlig, völlig raus, weil ich auch einfach diesen Trubel, diesen Lärm, diese Lautstärke einfach überhaupt nicht mag und weil die für mich an der falschen Stelle ist. Also wenn die im Sommer wäre oder so, oder im Frühling hätte die nochmal einen anderen, wäre das irgendwie okay. Aber in dieser Zeit finde ich es einfach unangebracht. Mit dem Kulturellen, Frank, was du sagst, ob man diese Symbole noch lesen kann, das finde ich interessanten Gedanken. Ich weiß aber gar nicht, ob er so wichtig ist für die meisten Leute. Was mir wichtig ist, ist schon die Geschichte. Also die Geschichte, die erzählt wird, die Weihnachtsgeschichte. Ich merke es jetzt durch meine Kinder, die machen halt jetzt zum zweiten Mal beim Krippenspiel mit. In dem großen Heiligabend-Gottesdienst, in dem Nachmittags-Familiengottesdienst. Und ich bin immer wieder erstaunt, was das Spielen dieser Geschichte
wie wichtig das ist. Also welche Rolle man hat und dass man zur Probe geht. Und dann ist die Frage, ist das jetzt eine Adaption der Geschichte? Ist die versucht, wird die modern gemacht und reaktualisiert? Oder ist das eine ganz, ganz klassische Geschichte, wie sie erzählt wird, was da gespielt wird? Und ich finde es toll. Also ich mag das gerne. Dass das, ja, dieses Narrativ, also diese, völlig egal, welche Sachen wir davon glauben oder nicht, das spielt für mich überhaupt keine Rolle, sondern dass diese Geschichte einfach so tradiert weitererzählt wird und dass sie nachgespielt wird. Mhm. Und dann nochmal entsteht, also durch diese Inszenierung, sie wird gespielt und dann ist sie da. Das ist, hat nicht nur was mit Weihnachten zu tun, das fällt mir auch auf, wieder jetzt bei meinen Kindern, bei St. Martin. Also ich finde St. Martin auch nochmal ein spannendes Brauchtumsfest. Das ist ja nicht so kommerziell und so verkitscht. Das ist im Grunde ein recht schlichtes, da gibt es ein paar Umzüge und das war's dann. Aber auch wieder, diese Geschichte wird wieder nachgespielt. Manchmal auch ziemlich altbacken und manchmal auch ein bisschen schräg oder peinlich oder komisch. Aber diese Geschichte wird immer wieder gespielt. Und das finde ich irgendwie, hat für mich so eine tolle, tolle Ebene. Ich bin ja hier in Köln. Wir waren, als wir die ersten Jahre hier gewohnt haben, mal in so ein paar Kirchen, weil es hier tolle Krippenausstellungen. Also es gibt manche Kirchen, die wirklich eine unglaubliche, bombastische Krippe haben, also durch die ganze Kirche verteilt. Und gerade so mit Heiligen der Königin hatte hier natürlich auch einen stark orientalischen Zug. Und es ist schon irgendwie faszinierend, was da, also wie diese Geschichte nochmal irgendwie lebendig wird. Da sitzen da irgendwelche, ob es so ein Könige sind oder Beduinen oder so ums Feuer und dann an einer anderen Stelle passiert das Nächste. Ich finde das irgendwie wie stark, was da steht. Naja, es gibt ja Theorien über das Theaterspiel, also was sind die Quellen des Theaterspiels und dass die Mysterienspiele, also die, das Aufführen der heiligen Geschichten, also auch vorchristlich, dass das der Ursprung von Theater eigentlich war. Also das gibt diesen Wunsch nach Vergegenwärtigung. Und darum sind diese, ob St. Martin oder Krippenspiel, sind absolut so ein Aspekt. Da wird es handgreiflich, da wird die Geschichte lebendig. Das ist etwas anderes, als wenn sie nur erzählt wird, sondern man muss sie erleben, nicht? Es gewinnt Gestalt. Es wird verkörpert und was du selber erlebt hast, das erinnerst du anders, als wenn du es nur gehört hast. Ja. Und ich finde es sehr, sehr, sehr intensiv und sehr schön. Ja. Mhm. Aber ich finde nochmal interessant, also es gibt ja die, weiß ich gar nicht, ob es die Theorie ist oder rein die Beobachtung, dass es auch im Religiösen eben verschiedene Ebenen gibt und die mystische Ebene war ja auch immer da, auch durch die, jetzt bleiben wir mal im Christentum, durch die Jahrhunderte, also dass die Geburt, da 24. Dezember, die Geburt des Kindes, ja nicht nur diese äußere Dimension hat von Jesus ist geboren und der wird dann später der Heiland und das Kirchenjahr geht los und so weiter, sondern dass das Göttliche in die Welt kommt durch uns Menschen, also dass wir das Göttliche gebären. Ich habe gerade jetzt eines meiner Lieblingsstrophen aus den Weihnachtsliedern, im Gesangbuch ist es das Lied 41 von Gerhard Terstegen. Da heißt es in der letzten Strophe, süßer Emanuel, werd nun auch jetzt in mir geboren. Komm doch, mein Heiland, denn sonst bin ich verloren. Leb auch in mir. Mach mich ganz eines mit dir, der du mich liebend erkoren. Ja, das 17., 18. Jahrhundert. Also das ist ein Weihnachtslied, was ganz klar sagt, in mir soll das geschehen. Also nicht nur vor 2000 Jahren und wir erinnern uns daran und so, sondern es geht um, ich bin der Ort, in dem es geschieht. Also ich finde, diesen Gedanken, den du gerade erzählst, das Göttliche wird in mir geboren. Oder dass das für dich Weihnachten ist. Ja, oder durch dich oder in mir geboren. Oder durch dich. Genau, dass das für dich Weihnachten ist. Das finde ich eine sehr schöne Deutung.
ich hätte noch eine weitere anzubieten oder eine, die vielleicht ähnlich ist, aber die nochmal einen anderen Aspekt hat, der mir wichtig geworden ist, ich glaube, so in den letzten Jahren und auch dadurch, dass ich immer mehr ja, so naturmystisch unterwegs bin oder dass ich nochmal einen anderen Zugang zur Natur gefunden habe. Für mich ist Weihnachten einfach der Zeitpunkt, der Ort im Jahr, wo das Licht geboren wird. Und das finde ich so unglaublich faszinierend. Und das ist dann ja auch, wenn wir nach den Stufen gehen, jetzt, das wäre ja gelbe Stufe, die ja Sinn für Paradoxien hat. Das Licht wird dann geboren, wenn es am dunkelsten ist. Mhm. Also an der dunkelsten Stelle im Jahr entsteht das Licht oder kommt das Licht wieder zur Welt, also dieses Geborenwerden. Also wenn wir sagen, dass Christus das Licht der Welt ist, wird dieser Christus dieses Licht genau auf so einem 21., das wäre naturmystisch, oder am 24. Dezember, das wäre christlich, die drei Tage schenken uns mal, geboren wird. Und das finde ich einfach etwas, was für mich mittlerweile sehr, sehr bedeutend ist. Es ist ja die dunkelste Zeit und in dieser Dunkelheit liegt die Heilung. Also die Heilung liegt nicht im Sommer oder im Licht selbst oder, sondern die liegt in der Tiefe, in dieser Verborgenheit, in dem, was ich nicht sehen kann. Und auf einmal ist das Licht da, was auch noch ganz, ganz schummrig ist. Also das ist ja noch nicht strahlend. Das beginnt dann ja erst vielleicht so ab Lichtmess oder so, also Anfang Februar, wo dann wirklich wieder es richtig hell wird. Also im Dezember spüren wir ja nicht, dass die Tage jetzt wieder heller werden. Das ist ja so minimal, das merkst du kaum. Aber einfach das Bewusstsein, tatsächlich der kürzeste Tag, die längste Nacht ist vorbei und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Das finde ich für mich eine sehr beruhigende Deutung, weil das auch dieses hat was von Vertrauen. Also es geht wirklich weiter. Die Dunkelheit ist nicht das Ende. Also oft assoziiert man mit Dunkelheit ja Ende. Jetzt ist Schluss, jetzt ist alles aus, jetzt ist alles erloschen oder so, sondern in der Dunkelheit kommt die nächste Runde im Karussell oder kommt das Licht in die Welt. Das finde ich unglaublich tragend und schön. Richard Rohr spricht vom christlichen Yin und Yang. Ja, weil ihr kennt ja, das Hellen ist das Dunkle und in dem Dunklen ist das Hellen. Genau, ich wollte zwei Sachen dazu auch sagen. Es scheint ja so, dass in der nördlichen Halbkugel das ja der Fakt ist, ja, dass es der dunkelste Tag ist, was in der südlichen Halbkugel nicht der Fall ist. Und deswegen auch, sagen wir mal, spirituelle Richtungen, auch im Heidentum vorher, ja, war das wohl offenbar immer ein Punkt, dass das Licht in die Welt kommt um diese Zeit. Und psychologisch gesehen wollte ich dazu sagen, das heißt ja, wenn man durch die dunkle Nacht gegangen ist, dann kann man ins Licht kommen. Das heißt, was wir so modern deutsch mit Schattenarbeit bezeichnen, wenn wir durch unsere eigenen Schatten durchgegangen sind und das Dunkle angeschaut haben, dann können wir wirklich ins Licht kommen. Und ich denke, jetzt ist die Verbindung gerade unterbrochen. Ich höre dich auch gerade nicht, Heidi. Frozen. Jetzt bist du wieder da. Okay, es tut mir leid. Es ist heute. Wir haben keinen Strom seit 4 Stunden fast. Ich weiß nicht, wie weit ihr das gehört habt, dass man eben durch den Schatten durch muss, in das eigene Licht zu kommen. Und dass dafür Schatten auch ein Symbol ist für mich. Die eigene psychologische Arbeit. Und nicht umsonst sagt man ja, die Weihnachtszeit, die Adventszeit soll man eigentlich zur Stille benutzen. Das heißt, es bedeutet ja nach unten gehen, in sich gehen. Ich finde auch an der Stelle, das ist mir im Grunde auch erst durch diesen, ich sag mal, naturspirituellen Zugang klar geworden. Für mich ist Weihnachten auch nochmal wirklich eingebettet oder ganz, ganz wichtig in die Winterzeit. Du hast recht, nördliche Halbkugel sind wir jetzt.
Das stimmt, aber das ist ja nun mein Background, aus dem heraus ich auch lebe. Wenn du im Grunde in den Jahreszeiten denkst, wie in Mitteleuropa lange Zeit gedacht wurde, dass nämlich der Winter im November beginnt, Anfang November, beginnt er mit den Totenfesten, also aller Heiligen, aller Seelen. Dann beginnt die dunkle Zeit. Dann hast du die Mitte dieser Zeit ist mit Winter, also Weihnachten. Und dann wird es wieder heller. Und der Winter endet im Grunde Ende Januar, weil Anfang Februar beginnt der Frühling mit Lichtmess. Und dann haben wir auch mittlerweile schon wieder ganz andere Lichtverhältnisse. So, wenn du diese 3 Monate Winter hast, dann hast du wirklich diese dunkle Zeit, das dunkle Viertel. Du steigst ab in dem Moment, wo das Totengedenken passiert, dann wird es immer dunkler und dann kommt in der Mitte kommt diese besondere Zeit, die Weihnachtszeit. Die Adventszeit ist nochmal die Vorbereitungszeit, die ist ja klassisch auch eine Bußzeit, also ja genau das, eine Fastenzeit, also ja genau das Gegenteil, wie es kulturell zurzeit ist. Ja. Und dann kommt nach dieser Fastenzeit, also wir haben ja 2 Fastenzeiten, die Passionszeit und die Adventszeit. Und dann, wenn diese Fastenzeit vorbei ist, ist Weihnachten mit der Geburt des Lichtes. Und Weihnachten dauert dann so ungefähr 12 Tage bis 6. Januar. Und das ist genau diese Stelle, wo sich dann das Jahr ja auch verabschiedet und neu kommt. Also das dreht. Und dann geht noch Winter weiter, wird wieder heller und dann ist Frühling. Und genau in dieser Tiefe, genau in dieser Mitte liegt diese Weihnachtszeit. Also für mich ist das mittlerweile echt ein sehr zentraler Punkt im Jahr geworden und einer der wenigen Punkte, vielleicht sogar der einzige, den ich wirklich richtig bewusst wahrnehme. Ostern liegt immer zu einer anderen Zeit, kann man sich nie so richtig merken, muss man immer in den Kalender gucken, wann eigentlich Ostern ist. Sommerferien sind nach den Bundesländern, die wechseln immer wieder. Alles ist irgendwie anders oder nicht so richtig fix, aber diese Winterzeit mit Weihnachten genau in der Mitte finde ich sehr, sehr markant und sehr wichtig, weil halt dieses, Heidi, du hast es Schattenarbeit genannt, oder einfach dieses Abtauchen in die Dunkelheit und da zu sehen, dass diese Dunkelheit nicht beängstigend ist, also fürchtet euch nicht, wie die Engel verkünden, sondern ja, das Licht wird geboren und irgendwie das Vertrauen darauf, dass was Neues kommt. Also ich finde es unglaublich stark. Ja, das gilt für mich durchaus auch, dass das Weihnachten ein Fixpunkt im Jahr ist, an dem man sich orientieren kann. Und ich finde es auch gut, dass es das nach wie vor ist, obwohl ja die Bestrebungen bestehen, es nicht mehr Weihnachten zu nennen, sondern nur noch Holidays, Winter Holidays, vor allen Dingen im englischsprachigen Raum und so. Aber und dann mit den anderen Religionen, dass man das also heute nicht mehr so feiern sollte und so. Und auch die Tatsache, dass es halt jetzt kommerziell genutzt ist. Ja, aber wenigstens ist noch da. Und das erfüllt mich eigentlich mit Hoffnung. Vielleicht kann man es wieder anders belegen, einen anderen Sinn geben, aber das liegt ja eigentlich an uns, nicht? Und wenn wir nicht mitmachen beim Kommerziellen, ist es ja schon mal gut. Aber wie können wir das wieder ein bisschen attraktiver zu machen? Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn die Leute dann immer sagen, schreiben Happy Winter Holidays, ich sage Happy Christmas. Ja, weil ich stehe mittlerweile dazu, dass im Weihnachten ist und nicht solche komischen Winterhänge. Mir fällt, ich gucke mal einmal, ob ich das Bild greifen kann, was ich ab Weihnachten bei mir beim Christbaum stehen habe. Ich bin gleich zurück. Das ist ein Kapitel, sehr wahrscheinlich, vermute Frankreich.
Und mit diesem Bild, also das habe ich in groß und das steht dann unter meinem Tannenbaum. Könnt ihr, also das Besondere dieses Bildes ist für mich, dass es ein Integrationsbild ist. Und wir sind eigentlich die Höhle. Also das ist meine Deutung, dass die Höhle, das sind wir. Und es ist das Menschliche zu sehen, also in der Gestalt der Frau und des Mannes. Die Frau hat die erhobenen Hände, also das Weibliche staunt, ist froh. Das Männliche ist so etwas bedrückt. Ja, der Kopf in der Hand ist ja eher müde und Zweifel. Und das Tierische ist auch da. Und das sind alles Aspekte von uns. Und in der Mitte eben halt das Neugeborene, also das Werdende. Und dieses Bild liebe ich total. Und damit gehe ich auch immer hausieren, wenn ich irgendwo eine Andacht mache oder so. Und die Leute kennen das noch nicht, dann bekommen die das in die Hand. Und für die meisten ist es eben ganz besonders dieser Gedanke, dass wir die Höhle sind, dass wir der Stall sind. Und das kommt ja in vielen mystischen Texten, ist immer wieder benannt, nicht? Und ja, da schlägt mein Herz. Das bedeutet, dass das Geschehen eigentlich in uns ist und nicht irgendwo, ja, sondern wirklich in uns selbst stattfindet. Und wir das vereinen, sowohl den männlichen Aspekt als den weiblichen Aspekt, genau, als auch den tierischen Aspekt, mhm, als auch die Schwierigkeit des Neugeborenwerdens. Ja. Sehr schön. Mhm. Und so ein Ansatz ist für mich, ich bin in der integralen Theorie noch nicht so zu Hause, aber es ist integrierend, finde ich, nicht? Also es ist sozusagen die verschiedenen Ebenen und Zeitschienen, die kreuzen sich da eben dann auch drin. Mhm. Ja, und mich regt dieses Bild immer wieder auch an, zu gucken, welche Seite sich in mir gerade am stärksten meldet, ja, wo eine Resonanz da ist, ob ich eher wiederkäuend wie der Ochse da stehe oder eben so mache und voller Fragen und Zweifel oder Müdigkeit bin. Und es ist, bejaht das, ne? Es ist wie ein Spiegel, in den ich schaue, so. Ja, ich überlege mir gerade, modern psychologisch wären das die verschiedenen Stimmen in dir, nicht? Die Zweifel, ich konnte es nicht so genau sehen, aber die Mutter, die daneben steht, deren Haltung ist, das ist wahrscheinlich sehr viel zuversichtlich. Das musst du mir beschreiben, es ist bei mir auf dem Handy dermaßen klein. Also ich zeige das mal, die Frau, es macht so, also sie ist entzückt, sie ist begeistert, es ist auch eine offene Geste. Also, es ist die Freude. Auch wahrscheinlich dankbar. Ja. Diese Neugeburt macht ja was mit der Frau, nicht? Dieses Leben schaffen und Leben bringen, in die Welt bringen, das ist ja eine Riesentransformation, nicht? Und das ist ja ein Wunder, ja? Wenn man das vorstellen möchte. Man kann nur vom Himmel, ja, aber ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Dass der Mann irgendwie, oh Gott, jetzt muss er fürs Kind sorgen oder so. Was? Auf Plattdeutsch heißt das, was schallert Waden? Was soll das werden? Ja. Genau. Sehr schön. Wo du es gerade so ein Bild gezeigt hast, Frank, fällt mir auch ein Bild ein, was auf den ersten Blick gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber was ein ganz, ganz tolles Bild ist. Und es gibt gleich einen Link zu Weihnachten. Das kennt ihr alle, das Bild. Das heißt Earthrise, also Erdaufgang. Das ist vom Mond aus gesehen die Erde,
Und wenn du auf dem Mond stehst, dann geht ja nicht der Mond auf, sondern dann geht halt die Erde auf. Die Erde geht genauso auf, vom Mond aus gesehen, wie von uns, von der Erde aus der Mond aufgeht. Natürlich geht nichts auf, sondern dreht sich einfach weiter. Aufgehen ist ja, aufgehen ist ja nur die umgangssprachliche, der umgangssprachliche Ausdruck. Aber du hast wirklich das Gefühl, dass du stehst auf dem Mond, auf einmal kommt so die Erde, kommt so hervor und leuchtet in diesem Blau. Und es gibt halt ein ganz, ganz klassisches Foto von der NASA. Müsst ihr einfach mal googeln oder unter Wikipedia. Es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag, Earthrise, Erdaufgang. Und da siehst du halt noch vorne siehst du halt noch dieses Mondgestein, von wo die Kamera steht, und dann siehst du hinten die Erde aufgehen. Und dieses Bild ist halt witzigerweise am 24. Dezember aufgenommen worden, von Apollo 8. Und zwar 1968, also es ist jetzt ziemlich genau 50 Jahre alt, also es wird jetzt 51 Jahre alt. In ein paar Tagen ist das Foto 51 Jahre alt. Ich glaube, morgens um 8 oder so, Apollo 8 hat das aufgenommen. Und das Verrückte, ich finde es einfach so witzig, dass das wirklich Weihnachten aufgenommen wurde. Und im Grunde ist dieses, ich finde, das ist das bedeutendste Bild, was es menschheitsgeschichtlich überhaupt gibt. Weil das ist nämlich das erste Mal, dass die Menschheit sich ihrer selbst bewusst ist, dass sie auf einem Planeten lebt, weil sie den Planeten von außen sehen kann. Vorher wussten das natürlich schon Philosophen und Astronomen und Intellektuelle, die konnten sich das irgendwie so vorstellen, aber es war kein massenmediales Bild da. Und das war das erste massenmediale Bild, was das wirklich unglaublich, ja, als ein Knaller wirklich darstellte. Und das ist im Grunde der Start des Erwachens des ökologischen Selbstbewusstseins der Menschheit. Also seitdem kann die Menschheit, es konnte sie vorher auch schon, aber im Grunde nochmal wirklich sehr, sehr prägnant, ab dem Moment kann sie sich als ökologisch, also völlig verbunden in diesem kosmischen Gewebe, als auch in dem Planetaren auf der Erde, auf einmal wird sie sich dessen bewusst. Und an dem Tag, wo das Licht in die Welt kommt oder wo Christus als Retter der Welt geboren wird, egal wie du es nun deutest, erwacht das Bewusstsein der Menschen ihrer selbst als ökologisch verbunden. Das finde ich einen unglaublichen Kracher irgendwie. Ja, finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ja, Müsst ihr mal gucken, das guckt mal auf Wikipedia oder so, und ja, ich oder auf kenne das Google, auch. gibt Ich mal kenne das Earth, Bild. ja. Der Strom ist wieder da. Jetzt kann ich Ja, meinen guck. Ex-Freund. Ich werde Licht. Aber es ist so schön, bleib jetzt einfach hier. Ja, ich finde es erstaunlich, du sagst 68. Das ist ja auch die Zeit der großen Umwendung, des Übergangs in die grüne Kultur, nicht? Und in die, ja, in die Sensibilität für dass das einen Zusammenhang hat, das habe ich noch nie gedacht. Ja, möglicherweise, dass wir deutlich be gesehen bekommen haben, dass wir eben nur ein kleiner Teil sind von so vielen und dass es sehr viel Größeres gibt. Ich meine, noch nicht unbedingt spirituell gesehen, erst einmal einfach von dem Materiellen her gesehen, dass wir nicht Kosmologisch. das Nonplusultra sind, sondern einfach nur, ja, astrologisch, genau. Und von daher ist natürlich der nächste Schritt, dass wir auch, ja, immateriell, dass es etwas Größeres gibt, als wir selber glauben zu sein. Sehr schön. Danke für das Bild. Ich habe es gerade vor kurzem gesehen, also vor ein paar Tagen habe ich das Foto wieder gesehen. Ja, von da möchte ich jetzt darauf zu sprechen kommen. Integrales Weihnachten, integrales Christentum, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Die Bewegung dahin, das Christentum wieder zu beleben aus einer anderen Sicht, da für viele Menschen die traditionelle Kirche, das traditionelle Christentum eben nicht mehr passend ist, nicht? Und da haben wir ja Paul Smith kennengelernt, der das eigentlich vielleicht sogar initiiert hat, nicht? In Amerika. Ich weiß nicht, wann sein Buch rauskam, aber ist von Ken Wilber
befürwortet oder benachwortet worden. Und ja, und Marion Küstenmacher und Tilman Haberer und Dicke Küstenmacher, die haben mir das Buch Gott 9.0 rausgegeben, wo sie die Entwicklungsstufen der Menschheit nachvollziehen und wie da das Bild Gottes sich verändert. Und daher zu meiner Frage, jetzt vor allen Dingen auch Frank, wo du da mittendrin stehst, wie hat sich das Bild oder kann sich das Bild der Kirche, der christlichen Kirche verändern und damit auch natürlich solche Begriffe wie Weihnachten, wenn wir aus dem Traditionellen herausgehen? Du arbeitest ja ziemlich untraditionell. Ich weiß gar nicht, ob ich direkt auf deine Frage antworten kann, Heidi. Das Problem, was ich sehe, ist, dass vielleicht geht es in diese Richtung der Diskussion, der Unterscheidung zwischen Religion und Spiritualität. Und es gibt Religion hat, es ist eine, wie soll ich das sagen, Spiritualität braucht Formen, ja, also um sich auszudrücken und greift auf die Bilder und Traditionen der Religion zurück. Aber wenn das nicht mit einer persönlichen Erfahrungsebene, mit einer persönlichen Transformationsebene einhergeht, dann wird es sehr schnell hohl. Also dann bleibt man draußen sozusagen. Also, und diese ganze Frage, wie kann Weihnachten in unseren Kirchen aktualisiert oder zugänglich werden, hat vor allen Dingen, glaube ich, etwas damit zu tun, ob Menschen in der Lage sind, Zitat von Paul Tillich, was ist Gott? Gott ist das, was mich unbedingt angeht. Also auf diese Ebene zu kommen des Berührtwerdens. Ich lese gerade mit großem Interesse das neue Buch von Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit. Er hat ja das dicke Buch Resonanz geschrieben, 600 Seiten, ganz schwer zu lesen. Und Unverfügbarkeit hat 120, 130 Seiten, sind Vorträge, sind sehr gut zu verstehen. Und für diese Resonanz, also wenn sozusagen Leben spricht, wenn ich mit der Welt in Kontakt bin, auch mit der transzendenten Welt, dann hat das wesentlich mit Berührung zu tun, also mit Affektion nennt er das. Das ist mein Ringen in meiner Kirche, Räume zu schaffen, dass Menschen Erfahrungen machen. Also dieses, dass sie spüren, das hat mit mir zu tun. Das ist nicht selbstverständlich, weil auch da kommt natürlich die Ambivalenz mit rein, dass Menschen spüren, wenn es mich so angeht, dann wird das mein Leben verändern. Und dann doch vielleicht lieber nicht. Also wasch mich nicht zu nass. Und diese Ambivalenz ist auch bei diesen Prozessen natürlich da, dass Menschen einerseits eine Sehnsucht haben, andererseits eine Angst. Und ob das nun Weihnachten ist oder überhaupt spirituelle Erfahrung, ja, einerseits gibt es eine Sehnsucht, andererseits gibt es eine Abwehr. Und das macht das Arbeiten damit recht schwierig. Ich weiß nicht, ob das die Antwort auf deine Frage so ist, aber weil ich das nicht nur auf Weihnachten beziehen kann. Ne? Ja, ja, klar, es war auch nicht nur auf Weihnachten gemünzt. Und aber das, was du jetzt gerade sagtest, es erinnert mich jetzt an das Bild, was du uns zeigtest, dass wir die Höhle sind, in der das stattfindet, das Weihnachtsgeschehen. Das ist ja, was du jetzt auch beschreibst, nicht? Dass wir die Erfahrung in uns tragen können, ja, und dass das vielleicht eine neue Form von, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dafür verwenden soll, ich will nicht sagen Gott ist, aber von Religiosität vielleicht, nicht mal Religion. Du sagst Spiritualität, ja klar, aber ich möchte da noch irgendwie zusammen mit dem Christentum als Religion, in Religion heißt ja, sich wieder verbinden.
Das, und da, damit kann man sich ja auch wieder zum Urgrund zu sagen verbinden. Insofern will ich das Wort Religion nicht unbedingt rausschmeißen und es nur mit Spiritualität ersetzen, sondern es doch noch irgendwie, sagen wir mal, rehabilitieren, ja, ich hab, in gewisser Weise. Vorhin fast ein Zitat von Sebastian Peinardat gebracht. Sebastian Peinardat ist indischer Jesuit. Ganz interessant, auch im interreligiösen Dialog. Und der hat eine Würdigung von Religion eben in dem Sinne gemacht, indem er gesagt hat, dass Religion die Form der Spiritualität ist. Und Spiritualität ist der Inhalt, ist der Gehalt von Religion. Wenn das beides zusammenkommt und zusammenkommen muss, also Forma und Substanz, ja, das ist ja auch gut katholisch, dann ist es echt, ja. Und wenn sich eins davon verselbstständigt oder abgespalten wird, dann wird es tot. Und von daher kann ich das gut hören, Heidi, wenn du sagst, du möchtest Religion würdigen, ja. Denn es gibt so auch Menschen, die sich als spirituell bezeichnen. Und wenn man nachfragt, dann ist es ein Konglomerat von Gefühlen, von unterschiedlichsten Riten und was weiß ich. Aber es ist ungeformt. Ja? Und Religion ist sozusagen der Schatz der Formen, der Symbole. Und wenn die mit der Spiritualität erfüllt und belebt sind, dann ist es eine wunderbare Einheit. Ja. Jetzt steht das Bild. Jetzt stoppt es, glaube ich, gerade wieder. Nein. Ja, da kommen wir nämlich wieder auf Weihnachten. Weihnachten sind wir gerade schon besprochen. Jetzt war es gerade einmal weg, Heidi. Du musst, glaube ich, deinen Satz gerade noch einmal sagen. Meinen Satz nochmal sprechen. Ich dachte, die Verbindung zu Weihnachten, die Symbole, Weihnachten ist ja ein Symbol letztendlich, nicht? Und die Bedeutung für Kinder finde ich so ebenso wichtig, wie ich am Anfang sagte, durch die Symbolik in das Wunder hineinzukommen, ja. Und dass die Form eben auch wichtig ist, ne? Und gerade wenn man das noch spielt, wie du vorhin gesagt hast, das ist dann ist es nicht nur ein abstraktes Symbol, sondern ein gelebtes Symbol. Und dann kann man viel mehr wahrscheinlich die Verbindung zu sich selber herstellen. Also ich bin ganz sicher, dass jetzt meine Hinwendung und Wiederakzeptierung von Christentum damit zusammenhängt, dass ich das als Kind so erleben durfte, ja, gerade Weihnachten, als was Wunderbares. Ja, da ist immer noch diese Faszination vor dem Unfasslichen oder vor dem Wunderschönen, dem Glitzernden. Und dann kommt dann das die Engel, die haben ja immer gesungen. Und das ist ja auch letztendlich mein Leben geworden, zu singen. Das hat auch damit zu tun. Und ich möchte es, wie gesagt, nicht missen. Und die Symbole sind wichtig und die sollten wir nicht wegschmeißen und auch nicht so sehr verkitschen. Vielleicht können wir es ja wieder rumdrehen. Du hast eben gesagt, Heidi, als du die Frage vorher gestellt hast, wie kann man vielleicht zu einer Deutung kommen von Weihnachten, die nicht so traditionell ist, so ungefähr hast du es gesagt, oder was darüber hinausgeht. Wenn ich jetzt integrale Konzepte oder diese integrale Idee richtig verstehe, geht es ja darum, dass du, wenn du jetzt die Entwicklungsstufen nimmst, dass jede Stufe, die ja ein höheres Wachsen ist, oder nicht höher vielleicht nicht, ein weiteres Wachsen ist, ja die Stufen zuvor integriert. Also du machst die Stufen ja nicht weg oder man selber hat immer das Gefühl, wenn man eine neue Stufe betritt, alles andere ist jetzt weg, dieser ganze Rotz, der vorher war, und man ist ganz stolz, dass man irgendwie woanders ist oder dass da sich was weiterentwickelt hat, bis man irgendwann da mal merkt, dass das ja alles noch da ist. Und dann setzt ja so ein Prozess ein, dass du merkst, irgendwie muss ich das auch integrieren, was vorher war.
Nur dann geht es wieder weiter. Aber das finde ich einen spannenden Gedanken. Das ist halt nicht so ein, es ist eben kein Paradigmenwechsel, ein Stufenwechsel. Also nicht, dass jetzt was ganz Neues ist, was Alte nicht mehr ist, sondern das Alte bleibt ja irgendwie anders. Und deshalb finde ich irgendwie an der Stelle auch, das ist schön, dass irgendwie diese, dass da Traditionen noch sind. Deshalb würde ich für mich gar nicht so nach einer neuen Deutung suchen, die jetzt nicht traditionell ist, sondern irgendwie diese Tradition einfach weitermachen und darin was Neues finden vielleicht. Vielleicht meinst du das auch, aber das wäre nochmal ein bisschen vorsichtiger formuliert, weil ich glaube, das kommt diesem Integralen auch nochmal nahe, dass das Alte ja da ist, auch dieses Archaische, das ja nicht weg ist. Und deshalb finde ich halt die Geschichten so schön, die erzählt werden und dann auch irgendwie in einer klassischen Weise erzählt werden. Ich finde das Singen auch schön. Ich bin gar nicht so ein guter Sänger, also ich kann absolut schlecht singen, leider. Aber ich finde es total toll. Also ich finde auch so Chorgesang oder auch ganz schlichte Weihnachtslieder, finde ich, die auch mehr so eine Volksfrömmigkeit haben, finde ich wunderbar. Und ich finde eigentlich schön, wenn das alles irgendwie wie da bleibt. Und darin erkenne ich dann auf einmal das, was vielleicht Frank sagte, dass es darum geht, dass es in mir geboren wird. Oder was ich eben sagte, dass das Licht jetzt in die Welt kommt. Also darin entdecke ich irgendwie eine neue Art, das zu formulieren. Aber letzten Endes bleibt das doch ziemlich traditionell irgendwie. So. Ja, es geht ja auch im Integralen nicht unbedingt um die Form, sondern um das, was ist, sondern um die Interpretation dessen, mit dem wir die Dinge wahrnehmen. Nicht? Und insofern, wenn wir dann ein paar Stufen weitergekommen sind, können wir das andere sehen als das, was wir damals erlebt haben, aber auch sehen von unserer heutigen Perspektive. Und es muss ich nicht widersprechen, sondern wir können das sozusagen alles umfassen und annehmen als gültig, ohne dass man das wegschmeißen muss. Ja. Und gerade die Tendenz heute, dass alles, was Kirche ist, weg soll. Ja, vielleicht hat mit den Menschen zu tun, wenn irgendwelche Pfarrer zu dogmatisch sind und so, das mag einen auf den Geist gehen. Aber dann negiert die ganze Vergangenheit, das, was an Gutem war. Ich meine, die Kirchen haben ja auch mit eigenen Plänen Gutachen in der Welt erzeugt oder gemacht. Ja? Und ich finde, wir sollten die Aufmerksamkeit auch dahin wenden und nicht immer nur auf das Negative. Und das Negative ist immer da. Ich habe gestern The Lion King gesehen, also ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt, was die Geschichte, nicht, von dem Löwenkönig und seinem bösen Bruder. Also es ist immer die Geschichte zwischen Gut und Böse, was praktisch das Urerleben des Menschen offensichtlich ist und was sich eben auch durch Religion hindurch zieht und durch alle Geschichten, sagen wir mal, hindurchzieht. Und wir sind doch noch immer berührt von diesen Geschichten. Und ich denke, selbst Menschen, die sagen, sind Atheisten, die sind auch berührt von diesen Geschichten. Und ich bin der Meinung, das ist eigentlich auch die Geschichte von Weihnachten, ja? Das Licht überkommt die Schatten. Das Gute gewinnt über das Böse. Und das ist doch unsere Ursehnsucht, die immer wieder seit Alters her in Geschichten aufgedrückt wird. Das ist ein Geräusch. Ich kann das bist ganz schwer zu verstehen. Jetzt? Ja, ich habe das Geräusch auch gehört, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja, jetzt weg. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Ich wollte eben sagen, dass das die Urgeschichte die ist, das Böse oder das Hoffnung, das Dunkle zu überwinden. Und das ist in solchen Geschichten, wie in allen mythischen Geschichten. Im Grunde alles, was du im Fernsehen siehst oder in die Filme, sind immer die Hoffnung, dass das Gute gewinnt über das Böse. Ja? Das heißt, die Menschen sind immer noch
dieser Hoffnung danach, dass das Gute gewinnen wird. Und das ist ja praktisch, was als Symbol in der Weihnachtsgeschichte liegt. Ja? Das Licht kommt wieder nach dem Schatten. Konntet ihr das verstehen? Ich übergebe. Ich habe es nicht verstanden, Heini. Ah, die ganze Geschichte hast du nicht verstanden, doch, doch, die ich erzählt habe. Satz jetzt. Okay, nee, ich möchte euch gerne wieder das Wort übergeben. Das war meine. Ja, es tut mir leid, dass es so technisch schlecht geworden ist. Aber immerhin, die moderne Technologie erlaubt uns ohne Strom trotzdem diese Dinge zu tun. Ja, machen. Und ich rede möglichst wenig. Ich danke euch jedenfalls. Ich kann es jetzt, es wird technisch immer schwieriger gerade. Also akustisch merke ich, dass ich verstehe deine Sätze, aber es ist unglaublich anstrengend. Schwierig. Ja. Wollen wir schließen für heute? Ja. Wir sind Montag verabredet, ist das richtig? Ja. Ja, ne? Montag, ja. Ich werde morgen nach Berlin fahren, meinen Bruder besuchen und komme erst Montag wieder und hoffe, dass ich rechtzeitig am Laden bin. Aber dann wisst ihr schon, okay. Wenn ich mich verspäten sollte oder so. Ich versuche. Danke euch. Genau. Ich danke für dieses Experiment und hoffe, dass, wenn es jemand sieht, dass es mit der Technik irgendwie mitkommt. Danke euch. Dann mache ich erstmal die Aufnahme wieder zu Ende. Ciao. Ciao. Bis Montag. Bye bye.